So, wir wollen jetzt mal den Eingangsbereich vorstellen. Und zwar ist der letzte Bereich, der uns in den Einzelvideos noch fehlt. Ihr seht ja, hier ist die Tür. Keine Frage, da kommen wir rein und raus. Und jetzt wollen wir alles mal noch mal ein bisschen im Detail vorstellen. Martina, warum lachst du so? Die Tür. Gib mal her. Entschuldigung. Dann erzähl du jetzt, los. Jetzt geht's los. Die Tür. Nein, Scherz. Der Eingangsbereich ist in erster Linie zum Eingang? Nein, die Tür haben wir super. Nee, nee, die Tür ist eine der wenigen Sachen, die wir von dem Camping Original Sachen genommen haben und die ist nicht zu toppen, da war nichts anderes Von dem übrig als Campingausstatter. von den Campingausstattern, richtig. Auch gebrauchte Kauf, weil das hat irgendwie einem nicht gefallen und hat ein anderes Modell genommen und günstig, 1, 2, 3, aber nagelneu und die ist einfach nicht zu verbessern. Und Loch rein, Holz rein zur Verstärkung der Wand und Tür rein. Kannst du ja nochmal was Spezielles draus machen. Wir haben da nämlich ein paar Fotos, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, der Rest, der hier im Eingangsbereich ist, ist in erster Linie wegen der Schönheit. Ich meine die Koffer natürlich. Was natürlich bloß Stauraum ist, was wir aber nicht wirklich brauchen, weil bis jetzt haben wir noch die Hälfte von unserem Stauraum leer. Die Koffer sind wieder flohmarkttechnisch erworben worden, also irgendwo gefunden, dann von mir aufgearbeitet. Sieht man nicht so wirklich, aber die waren wirklich noch gruseliger. Soll ich es mal aufmachen? Und ja, machst du auf und ich rede weiter. Reden kann ich eher am besten, aufmachen nicht so gut. Mal schauen, ob ich auch filmen Martina kommt kann. da nämlich leider nicht dran. Das stimmt nicht. Also drinnen ist immer noch nicht mehr wie früher, wie ihr seht. Es ist immer noch leer, weil wir eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, diesen Zusatzraum ja nicht brauchen. Also das ist wirklich rein ein Schmuckobjekt. Klar kommt da bestimmt später mal das Gästebettzeug drin, aber aktuell sind sie halt immer Haben noch wir quasi keine leer. Wir haben keine Gäste, ja. Gäste? Wir brauchen Und Gäste. Nein, Scherz. Auf diese Idee bin ich eigentlich gekommen mit dem hier. Guckt mal hier unten. Da seht ihr den ganz großen Koffer. Den hatte ich ganz am Anfang zum Schuhschrank umgewandelt. Das heißt, hier sind unsere Schuhe drin, wie man sieht. Und hier an der Seite, die Plexiglasscheibe, trennt noch die Hebel ab für die Ladebordwand, damit wir die von der Innenseite aus verwenden können. Und das war eigentlich meine Grundidee. Und da wir drei von den Koffern hatten, habe ich gedacht, kann ich noch zwei über die Tür hängen, wie ihr seht, um dann noch mal ein bisschen extra Stauraum zu haben und nicht um so eine, also auf der anderen Seite haben wir ja geschweißt diesen Oberschrank und den hätte ich sonst auch hier rüber gemacht und dann, damit das Ganze ein bisschen auflockert und ein bisschen aufbricht optisch, hatte ich halt die Koffer dahin gehangen als Idee. Die schöne Vintage-Koffer-Kollektion von Die Martina. Vintage-Koffer-Kollektion, genau. Aluminium. Und dann passt es auch so ein bisschen zu der Heizung, denn später, als ich die Heizung eingebaut habe, habe ich mir gedacht, da kannst du dann gleich die Heizung auch als Designobjekt nehmen. Das heißt, die ist dann hier unten verbaut und ich habe die halt ein bisschen poliert, damit die im Farbstil ein bisschen silbern wirkt. Ja. Und dann können wir euch jetzt auch mal nochmal die Sitzkissen zeigen. Martina, wie sind wir denn an die Sitzkissen gekommen? Wir wollten ja eigentlich was Bei ganz anderes. Netto oder sowas, ne? Wir waren im Supermarkt einkaufen und die hatten eben diese Wühlkisten. Die Wühlkisten sind ja tödlich in Supermärkten. Und da war eben diese Pakete von Pallet-Sitzkissen fertig. Und wir hatten uns die Maße aufgeschrieben. Wir haben ja diese Standardmaße 60, 80, zumindest teilbar, weil wir insgesamt 1,20 Meter auf 2 Meter Länge haben. Ja. Standard, Standard, Standard. Und jo. Die haben dann wirklich komplett reingepasst. Wir haben zwei gekauft, ein extra Ding, zwei haben wir ganz leicht zerschnippelt. Ja, zwei mussten wir schneiden lassen Ja, und aber in so der Schneiderei, ein Stück genau, raus und abtrennen dann noch lassen ein ein Stück Stück. näher in den Aber ansonsten sind Reißverschluss versteckt. alle Aber Teile noch perfekt. diese Palettenkisten Originale, die haben wir halt nur mit Klettverschlüssen versehen lassen. Damit es halt nicht verrutscht, ne? Also das ist Richtig, damit die zusammenhalten und Ansonsten ist es perfekt. Also so sind wir zu unserer Jetzt haben Bepolsterung wir gekommen. bezahlt, ich glaube pro 120, glaube ich, 60. ja, 40 hat so eine Einheit gekostet. Wir Ja. haben drei. Wir hätten sogar noch welche übrig in Reserve. Übrigens, für die, die Ohren haben von euch, ihr hört jetzt, das knackt nicht mehr. Das, ihr habt ja einige, die gesagt haben, das knackt so schrecklich, aber das war noch, da waren wir noch ja nicht so richtig fertig. Das heißt, Es hat nichts mit dem Gewicht von Kevin nee, zu tun, richtig, natürlich. der Boden
am Anfang, wenn man einen Holzboden baut, knarrt der meistens sehr stark noch. Und das kann man wenn man es selber macht, könnte man eine Folie unterlegen, dann ist der Effekt sofort weg, aber man kann auch einfach warten. Da ich Ist jetzt ernsthaft, hier du keine. hast nichts gemacht da drauf? Nee, da ist kein Unterboden schon, den braucht man auch nicht. Wie gesagt, wenn man ein bisschen wartet, setzt sich das alles von alleine. Den Unterbodenschutz, den hat man nur, den nimmt man heute Lauf nur. immer einen Meter, komm. Den nimmt man nur. Das ist fast ganz weg. Ja, diese Folie macht man nur unter, weil man natürlich, wenn man jetzt dafür Geld bezahlt und dann der Kunde kommt und sagt, Habe ich zu Hause das hört sich wieder. aber komisch an, wenn ich hier rüberlaufe über meine Dielung, dass man das natürlich Sofort. sofort einen Effekt hat. Aber an sich legen sich diese Also ganzen an Platten auch von alle alleine. unsere treuen Fans, die eventuell gesagt haben, dass Kevin durch sein Gewicht hier knarrt, oder was knarrt denn da? Es knarrt nicht mehr. Und Nee, Kevin hat noch die nicht haben hier sich jetzt seine komplett Diät gelegt, richtig. fertig. Die haben sich jetzt komplett gelegt, die Platten, und dann hat er damit aufgehört. So, wir zeigen euch mal jetzt den Tisch. Wa? Wollen wir mal den Tisch vorführen, Martina? Ja, du willst das ganze Bett machen? Ja, wir machen mal das Bett. Ja. Wir machen mal das Bett. Das Willst du heißt, wir das nehmen? räumen. Du arbeitest und ich filme, ja. Richtig. Wir können Es ja dabei knarrt noch jetzt ein nicht bisschen mehr, jetzt kannst du erzählen. so viel laufen, wie du möchtest. Ein bisschen erzählen. Naja, unten Klappe entriegeln, dadurch da schiebt sich der Tisch nach vorne, rechts und links. Dann machen wir nochmal ein Special dazu, weil das ist theoretisch eigentlich super geil, aber in der Praxis sind wir unzufrieden. Entweder verstehen wir nicht ganz, wie es funktioniert, oder es ist irgendwie nicht ganz. Es ist auch möglich, wir wollen den Hersteller mal anschreiben, es ist Ja. auch möglich, dass der Tisch defekt war. Als wir ihn gekauft Weil haben, ne? unser Problem damit ist nicht die Entriegelung, also diese Funktion zum Schieben ist tadellos. Super. Man kann ihn drehen, schieben. Unser Problem ist, ich belaste ihn und er geht automatisch runter, ohne dass man ihn hier Und mit zwar dem schon, wenn man Dämpfer. die Ärmel, also wenn man sich anlehnt, ja, dann geht das Ding runter. Wir sitzen beim Mittagessen, lehnen uns ein bisschen an und dann geht der Tisch runter. Und das haben wir irgendwie einstellungstechnisch entweder nicht hingekriegt oder er ist kaputt oder es ist scheiße gebaut. Also das müssen wir halt noch rausfinden. Gut, Das werden wir aber recherchieren. zur Verlängerung hat Kevin da so ein Extrateil gebaut. Ja, die gute Tischplatte. Und zwar, unsere Tischplatte Ja. wollten wir so groß, wie es nur irgend geht. Ich wollte es so lang wie möglich haben, weil ich dachte, wenn ganz viele Gäste da sind, braucht man einen großen Tisch. Außerdem sieht es schön aus. Ich liebe diese Maserung von der Auf jeden Fall hat man die Baubuche. Tischplatte so groß, wie es nur irgend geht, gelassen. Etwas zu groß. Wir sind damit auch nicht so zufrieden, richtig? Und damit ich Ich komme nicht ordentlich vorbei, ganz den einfach. Rest noch habe, kann das euch ja mal zeigen. Auf der anderen Seite ist das gleiche nochmal, nur mit einem kleineren Vierkantrohr. Das heißt, ich schiebe die beiden Stücken unter dem Tisch auf diese Führung auf. Und dann mach mal los. Und dann halten die Beine zusammen. Ich meine, das haben wir bis jetzt zweimal gemacht, deshalb ist natürlich nicht so glitschig. Naja, das ist aber Gut, schon okay damit so. ist er verlängert, Ja, um und zum Bett zu werden. jetzt haben wir die Länge, jetzt ist er 1 Meter, was müsste er sein? 1,20 Meter, wa? Ich weiß nicht, 2 Meter sind es insgesamt, minus Minus 60. 60 sind 1,40. 1,40 ist er jetzt lang. Geht Und nach jetzt brauchen unten, wir was ja ihn halt wunderbar bloß noch. funktioniert. Einrasten, hier hat Kevin Genau, diese hier habe ich eine Schiene, also L-Schienen ein gelassen. L-Profil. Komm mal her kurz. Ja. Und da ist der eingelegt, und zwar bis hier an der Seite vom Bad. Das heißt, er liegt Komplett auf dieser komplett auf. L-Schiene, ja. Weil wir machen ja alles so, dass es, darf ich das sagen, Kevin-tauglich ist, im Ja, Sinne es ist von, mir er will ganz auf den Tisch wichtig, richtig. steigen und will nicht Angst haben, dass er irgendwie einbricht. Und da Also es ist halt. mir sehr wichtig, dass das hier alles hält. Also ich meine, wenn man einen kräftigen Mann hat, So. muss man ja mit rechnen. Weil ich muss mich auch auf den Tisch draufstellen können. Finde ich etwas übertrieben, wer auf dem Tisch steht, aber bitte, es hält sogar Und Kevin. jetzt können wir unser Puzzlespiel spielen, weil durch Die ganzen Polster. tolle Umstände Decken wir passiert halt das. diese 2 Meter mal 1,20. Ich meine nicht, dass ein Ehepaar wochenlang drauf schlafen kann, aber wir hatten auch schon 1,20 bei dem vorhergehenden Wohnwagen und waren eigentlich sehr zufrieden. 1,26 war das, ne? Ja, jetzt 28 oder 26, 26, ja. ja. Und wenn es mit Kevin und mir passt, müsste der Rest der Welt eigentlich zufrieden sein. Bis 2 Meter natürlich, weil Riesen sind wir ja keine. So, damit hätten Na wir unsere gut. Bettfläche Ja. für die Gäste.
fertiggestellt. Also wir hätten, also nur mal zusammen, wir hätten ein Bett für die Gäste, wir haben noch Schrank für die Gäste, wir fehlen eigentlich nur noch Gäste. Es besucht nur die Gäste, uns! Ja. Berlin Mitte. Das ist meine Sitzfläche, hier bin ich immer. Weil die kleiner ist. Dann zeigen wir euch auch noch mal ganz kurz hier rein. Das ist natürlich Stauraum, wie überall üblich. Für die schweren Sachen, ne? Die wir halt nicht oben hinlegen wollen. Und die wir nicht so oft brauchen. Die Türen halten von alleine oben. Sommerspiel- und Planschsachen. Gummistiefel. Staubsauger, den braucht man leider öfters. Ja, Verlängerungskabel und so weiter. Ja. So, jetzt dann halt hier weiter. Das ist alles Staufächer hier mit schön, mit dick, mit Schichtholz. Musste damit das nicht man, auch sein, als wir den angemeldet haben für den Camper? Nie. Aber wir Sitzfläche haben, für Bett war. Na, das war nur, weil wir keine anderen Staufächer damals hatten. Ja. Nee. Also, das ist hier begehbar und bestehbar für jeden Menschen, der auf dieser Erde existiert. Oh, das ist eine Challenge. Das ist deine Auflagefläche. Kuscheldecke. So, jetzt müssen wir die hier zusammenfügen. So, und die Hälfte haben wir vergessen. Und zwar haben wir den Kleiderschrank gar nicht gezeigt. Das wollten wir diesmal auch machen. Mastina steht schon drin. Dann erzähl mal. Was über den Kleiderschrank, Mandina? Er ist leer, ich habe nichts zum Anziehen. Das ist der Kleiderschrank. Nein, ich habe ja nichts dabei. Was soll ich darüber erzählen? Unten ist dein Teil, da sind die ganzen Gartenteile drin. Genau, fang doch mal an, warum wir den überhaupt so gebaut haben. Die untere Größe ist von der Größe von den Gartenklappstühlen, die bei uns auf der Terrasse stehen. Und sind die Fächern drin, plus dem Angelzeug, dass wir eben nicht in irgendwelchen Stauräumen. Das ist einfach am praktischsten. Nehmen, ich stehe in der Mitte, stell's draußen und dann können wir sofort in der Sonne sitzen. Ne? Kurz und zackig. Und oben hatten wir eigentlich zuerst gemeinsam unsere Kleidung drin. Mittlerweile dominiere ich die Sache. Und wir haben hier, sieht man das? Hier hinten ist zu, weil wir ja da dieses Bücherregal gemacht haben. Daher haben wir oben ein großes Fach. Und ein paar kleine links. Wir haben es ausgelegt mit so einem Teppichrest. Filz. Und die Sachen, Filz. Teppichfilz, Filzrest. Und unsere Handtücher und Geschirrhandtücher, damit man die griffbereit hat. Und dass die hier so rumdödeln, gefällt mir nicht. Das heißt, man muss den Schrank aufmachen, die benutzen und so weiter. Ja, das ist alles, keine große Sache. Aber Platz. Und wir haben noch was vergessen. Noch was vergessen. Hier, nimm du mal. Ja, für uns ist es Alltag. Wir haben auch vergessen, wir haben natürlich auch hier, das gehört bei uns zum Eingangsbereich, sagen wir immer. Wir haben hier natürlich auch unser Fenster drin. Also, das ist klar. Das ist, Schiebetür mit Glas. Unser Aussichtspunkt. Der zählt für uns zum Eingang und von da aus kommen wir natürlich dann auch hoch hier auf unseren Balkon. Habt ihr alles schon gesehen, gibt es nicht mehr zu erklären. Für die Schiebetür verspreche ich euch noch mal ein richtiges Video. Ansonsten, so optisch kann man sie ja jetzt schon sehen. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Idee, die ich da hatte, weil wenn wir hier sitzen, wir gucken schön raus. Es ist auch eine Sache, die wir jetzt festgestellt haben. Wir waren jetzt übers Wochenende noch mal unterwegs. Und ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie extrem sich das Fahrzeug auf. Wir haben jetzt schon, wenn man jetzt hier drinnen steht, wir haben draußen, wartet mal, wir wollen ja wieder Messwerte, wir haben draußen 9 Grad und hier drinnen haben wir 22, nicht durchheizen. Wir haben das Ding jetzt hier, die Klappe eine gewisse Zeit offen, ich weiß ja nicht wie lange, und es scheint die Sonne hier rein und es wärmt dieses ganze Fahrzeug extrem auf. Naja, es kommt wieder die Frage, was macht ihr im Sommer? Ihr glüht im Sommer machen wir einfach auf.
Dann haben wir den Durchzug und wir hatten bis jetzt noch nicht notwendig, dass irgendwie extra gekühlt wird. Aber im Winter wirkt es hier wie ein Wintergarten. Also wir haben jetzt hier eine Hafenhitze. Das ist schon viel zu viel. Also es ist schon, aber das Schöne ist natürlich, wir können unser Fahrzeug so positionieren, wie wir es brauchen. Das heißt, im Sommer stelle ich mich eher mit der Tendenz Balkon in Richtung Schatten. Und im Winter, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, stelle ich mich so, dass ich dann möglichst viel Solarwärme sammeln kann. Dann brauchen wir am Tag zumindest die Heizung nicht und nur über Nacht. So, das war's denn. Jetzt aber wirklich. Tschüss. Wenn du dich beeilst, können wir noch ein bisschen die Sonne genießen. So, ich muss erstmal den finden, der hier ran gehört. So, der. Das ist meine Sitzfläche. Nee, sag ich doch, das ist meine Sitzfläche. So, jetzt habe ich ja den Tisch hier drin. Ja, passt schon. Wo sind die Mutter? Eine hat zwei, eine rechts, eine links und die anderen haben nur die Außenlinge. Das ist ja nicht so schwierig. Na ja, dann machst du da hinten rein. Aber das ist doch viel schwerer, wenn ich das jetzt...